Ich dachte, ich kloppe hier mal so ein Video raus zum Jugendwort des Jahres 2018. Zwar in meinem Browserfenster, hier oben sieht man auch meine Addons, also uBlock, NoScript, HTTPS Everywhere und Privacy Badger. Wen es interessiert, der kann die benutzen. Ich dachte, ich mache hier ein bisschen Werbung dafür. Und ja, und damit ich nicht spoiler, schön langsam runtergehen. Das erste ist AF. As fuck, Betonung, wie besonders etwas ist. Beispiel: Die neue Staffel ist sick as fuck. Also, es ist schon mal kein Wort, von daher fällt das schon mal raus. So, nächstes: Appler. Eine Person, die mit ihrem Apple-Produkt angibt, also ein Apple-Angeber, Anspielung auf Getränk. Appler. Was? Getränk Appler? Apfelwein. Wer nennt das denn Appler? Okay. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, das Wort. Nächstes, auf deinen Nacken ist auch schon mal kein Wort, sondern eine Phrase. Fällt damit auch raus, habe ich aber tatsächlich schon gehört, verwende es aber nicht. Ist ziemlich peinlich, ist das zu verwenden. Axel Fasching, das Wort habe ich noch nie gehört und das ist auch total dämlich. Im nächsten, Bestie, beste Freundin. Habe ich schon öfter gehört, aber noch nie selbst benutzt. Nächstes. Mutteritis, Allergie gegen Grenzen. Habe ich noch nie gehört. Ist irgendwie ein seltsames Wort. Ah, ich kann nicht mal schreiben. Was bedeutet? Die Ergebnisse sind schon ein starkes Indiz darauf, dass diese Wörter einfach nur erfunden wurden. Das gleiche könnte ich jetzt mal mit Axel Fasching probieren. Jugendwort gesucht, Jugendwort. Okay, was ist das? Sieht man hier irgendwo ein Datum? Scheint auch ein Resultat aus dieser Liste zu sein. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Boyfriend Material, Girlfriend Material. Ein Mann, eine Frau, die sich für eine Beziehung eignet. Okay, das Wort habe ich zwar schon gehört, aber nie benutzt, weil es auch ziemlich peinlich ist. Breiern habe ich jetzt auch noch nie gehört. Könnte man wieder den Test machen? Breiern. Bayer? Nee. Bayern? Ist falsch geschrieben? Nee. Search only for Breiern, bitte. Das wurde wohl auch erfunden von diesen Leuten halt, die diese zusammengestellt haben. Chinning? Doppelkinn Challenge. Ich auch noch nie gehört, jetzt habe ich wieder den Tab geschlossen, das gibt's ja nicht. Der neue Instagram-Trend heißt Chinning. Okay. Das ist auf jeden Fall die ist höchstens 17, wenn ich mir die so angucke. Das ist auf jeden Fall Material für das Jugendwort. Ehrenmann, Ehrenfrau. Habe ich schon öfter gehört, das wird wahrscheinlich auch gewinnen. Finde es aber auch ziemlich peinlich, das zu verwenden. Nächstes, einwrappen. Eine Decke einrollen wie am Web. Ein Web. Wappen. Jugendwort, Jugendwort, Jugendwort. Das wurde wohl auch von diesen Leuten erfunden. Texting. Mit jemandem via Texting bzw. Textmessenger Schluss machen. Ist auch ein ziemlich dummes Wort. Habe ich noch nie gehört und auch noch nie verwendet. Das haben hingegen habe ich schon gehört. Deutung online. Exciting, was? Ist irgendwo ein Datum? Datum, Datum. Ach, das ist genau die gleiche Seite. Ach, haben da direkt die Bedeutungen hingeschrieben, damit die ein bisschen Traffic absahen. Gib ihm ist wieder mal eine Phrase. Das kann man auch überspringen. Glukosehaltig. Ja, gut. Inwiefern das jetzt ein Jugendwort ist, keine Ahnung. Habe ich auch noch nie in irgendeiner so einem Kontext verwendet. Aber okay. Chimki, extremer Fitness-Sportler. Sportler. Chim und Chunky. Was? Muss ich erstmal die Schreibweise angucken. Mein Gott. Ist wieder diese Seite. Gymnasium Kaltenkirchen. Das ist, glaube ich, nicht gemeint. Chim King Fashion. Gymnasium Kirschseehohn. Okay. Wurde auch erfunden. Gut zu wissen. Küsst dein Auge. Das ist direkt ein ganzer Satz. Eigas.
Da fuck. I guess. Okay, das ist jetzt wirklich mein Wort. Es wird nicht so top aktuell. Wird anscheinend schon von Anfang an. Diese komplett Inger. Okay. Verwendet von dem es Instagram gibt. Ist mir aber auch egal, weil ich das Wort nicht verwende. Und auch Instagram nicht verwende. Potschum oder was auch immer das wieder ist. Oder sein soll. Ich habe noch nie gehört. Ist türkisch. Da habe ich mir schon fast gedacht. Disney Wiki. Garantas, okay. Naja. Ist auch ein dummes Wort, habe ich noch nie verwendet und noch nie gehört. Genauso wie Eigers, aber das kann auch an mir liegen. Man könnte jetzt denken, das heißt Ian oder so, aber es heißt Lan. Das ist sogar, wird sogar oft verwendet. Local Area Network, das müsste man kennen. Ja, das ist LAN-Verkabelung. Falls das gemeint ist, ist das auf jeden Fall mein Wort des Jahres. Aber ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Das ist auch so Türkensprache oder so, keine Ahnung. So Lauch, Trottel, auch unmuskulöser Mensch. Könnte man jetzt das auch wegstreichen und das Trottel auch wegstreichen, dann würde das sogar passen. Ja, habe ich auf jeden Fall schon gehört und schon verwendet. Also, das ist glaube ich das erste, oder? Als Fuck habe ich auch verwendet, aber das ist für mich kein Wort. Das sollte auch für niemand anders ein Wort sein. Die Abkürzung AF oder AF habe ich auch noch nie verwendet. Linden an, da muss man wieder den politischen Bezug mit einbringen. Lieber etwas gar nicht machen, als etwas schlecht machen. Linden an Merkel wulfeln. Okay. Lindern. Ja gut, das Wort kommt mir schon bekannt auf. Die neue Wortschöpfung. 11. Gut, ist jetzt nicht unbedingt ein Jugendwort, aber okay. Lituation, eine Situation, die lit. Nein. Habe ich noch nie verwendet, noch nie gehört. Lit habe ich schon gehört, aber auch nicht verwendet. Let me google that for you. Ausdruck, wenn jemand eine unnötige Frage stellt, die auch Google beantworten kann. Jedenfalls die Werbung dabei. Ich finde es ganz lustig, wenn man das so verlinkt, aber wenn jemand sagt, let me google that for you, dann schickt einfach den Link rein. Nächstes Wort. Rant. Busraster. Ja, Rant ist eher so eine wilde Beleidigung, kann man jetzt gelten lassen. Habe ich vielleicht schon verwendet, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall nicht so peinlich wie Kokum, Eigers, Jimkey oder so eine Scheiße. Screenitus. Gefühl, wenn man zu lange auf dem Bildschirm gestarrt hat. Es ist bei mir oft so, wenn ich eine Erkältung habe, wie zum Beispiel jetzt gerade. Da tut es manchmal weh, wenn ich mehr als 10 Stunden auf dem Bildschirm schaue. ja. Lassen, das Wort wurde auch wieder erfunden, wetten. Screenitus. Yep, Screenos Group, okay. Sheesh. Ja, ist auch wieder so belastend. Würde ich auch nie verwenden, dieses Wort, weil es einfach ähnlich ist. Habe ich aber im Gegensatz zu vielen anderen schon gehört, also dafür Respekt. Übrigens, das ist ja auch eine Abkürzung. Warum werden hier Abkürzungen verwendet als Jugendwort? Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Snackosaurus. What the fuck, man? Snackosaurus. Eine Person, die viel isst. Asaurus. Wenn man diese Wörter noch nie getippt hat. Deutung Online ist auch diese komische Wörter. Diese komische Seite, die das Ganze direkt übernommen hat. Die ganzen Definitionen. Snackosaurus, ja, okay. Ist auch eine Erfindung. Das sieht man direkt, wenn man nur kurz danach sucht. Verbuggt. Voller Fehler. Falsch gestrickt. Beispiel. Du bist so verbuggt. Nein, so verwendet man verbuggt nicht. Verbuggt würde jetzt vielleicht sogar von meiner Seite aus meine erste Wahl sein, weil mir die Bedeutung missfällt, weil die einfach falsch ist. So, die schon, aber die Verwendung, wie das hier verwendet wird, das ist komplett daneben. Wack, uncool, langweilig. Ja gut, das ist jetzt auch nicht so neu. Das ist ja ähnlich wie mit verbuggt. Würde ich vielleicht auf Platz 2 setzen oder so. Zuckerbürgen, das ist glaube ich das letzte. Yep. First Dalken. Ja, jetzt wird mir das so alles vorgeschlagen. Aber gleich mal so. Was war, was wird Zuckerbürgen und Auswanderern? okay. So. Alleine schon wird das erste Ergebnis. Das wurde direkt umkehrt. The fuck, Banalverkehr. Das haben sie direkt mal rausgenommen. Verständlich. Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine ziemliche Trash-Liste. Total unnötig. Vor allem, wenn man einen Großteil der Wörter erfindet.
Ach, man kann was gewinnen. Jugendsprache, Wörterbuch. Sicher kaufe ich mir das für 3,49. Oder 5 Euro. Funskater. Ritzenhoff. Fancy Drinks for Fancy People. 4 Gläser gehen an 6 Gewinner bis 10. An die 6 Gewinner bis 10? Die Gewinner 6 bis 10, ach, ne? Das muss, kommt wieder mal raus. Dein Langenscheid-Sprachpaket in der Sprache deiner Wahl. Steht nochmal klingonisch. Ich hoffe, das habt ihr. Ach, das haben irgendwelche Spinner letztes Jahr eingereicht. Toll. Nein, okay, das ist dämlich. Ich höre einfach. Ich beende einfach das Video. Es ist sowieso schon viel zu lang für so einen Dreck. Ja, auf jeden Fall. Tschüss.